Sind wir dabei, eine moralische Grenze zu überschreiten? Die Entwicklung autonomer Waffen nimmt zu. Weltweit haben Streitkräfte damit begonnen, Technologien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz für militärische Zwecke zu nutzen. Ein wesentlicher Aspekt dieser Entwicklung ist der zunehmende Grad an Autonomie in verschiedenen Waffensystemen. Autonome Waffensysteme wählen Ziele aus und bekämpfen diese selbstständig, ohne menschliche Kontrolle und Aufsicht. Ihre Weiterentwicklung und ihr Einsatz sind heftig umstritten. Expertinnen und Experten auf der ganzen Welt machen auf die völkerrechtlichen, ethischen und sicherheitspolitischen Risiken aufmerksam, sollten Waffensysteme ohne menschliche Verfügungsgewalt operieren. Viele namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern in offenen Briefen ein Verbot autonomer Waffensysteme. Auch bei den Vereinten Nationen in Genf diskutieren Staatenvertreter, Wissenschaftler und die Zivilgesellschaft über das Thema. Eine wachsende Zahl von Staaten, ebenso wie die zivilgesellschaftliche Kampagne gegen Killerroboter, fordert eine verbindliche, völkerrechtliche Regulierung autonomer Waffensysteme. Vergleichbar mit der Ächtung von Massenvernichtungswaffen, Blendlasern, Antipersonenminen und Clustermunition. I hope that on this occasion, as we sit at the crossroads, governments can get their act together and take this seriously. Autonomie in Waffensystemen ist dabei nicht unbedingt neu. Verteidigungssysteme, die selbstständig Ziele erfassen und bekämpfen, sind schon seit Jahrzehnten in vielen Streitkräften weltweit in Gebrauch. In einigen ist der Mensch noch an der Entscheidung zum Waffeneinsatz beteiligt, so wie bei Mantis, einem Verteidigungssystem der deutschen Bundeswehr. Die letztliche Entscheidung, da würde ich nicht der Maschine vertrauen wollen, dass sie diese Entscheidung so trifft, wie ich oder wie dann letztlich der Kommandeur das denn eben vor Ort auch möchte. Andere Verteidigungssysteme können selbstständig, also ohne menschliche Entscheidung, feuern. Solange solche Systeme zum Schutz von Soldatinnen und Soldaten nur gegen unbelebte Ziele eingesetzt werden, bleiben sie unbedenklich. Geht jedoch der Autonomietrend weiter und hält Autonomie auch Einzug in Waffensysteme, die belebte Ziele oder Menschen angreifen, dann wären auch diese der menschlichen Verfügungsgewalt entzogen. Die Achtung vor der Menschenwürde und internationalen Menschenrechten legt nahe, dass die Entscheidung über Leben und Tod prinzipiell nicht Maschinen überlassen werden sollte. Auch kennt das Kriegsvölkerrecht nur menschliche Entscheidungen. Daher erzeugen autonome Waffensysteme fundamentale Probleme mit Blick auf die Verantwortungsübernahme im Rahmen der Anwendung militärischer Gewalt. What we don't want to have happen is robotic system is sent out there, causes some kind of mass casualty event, and we go, well, no humans at fault. Clearly humans at fault, and we're going to have to determine, was it the person that deployed it? Was it the designer? Whatever it is, we need to create a system of accountability around it. Ein weiterhin ungebremstes Autonomiewettrennen setzt Anreize zur Weiterverbreitung der Technologie und erhöht die Gefahr regionaler und globaler militärischer Eskalationen. Es ist Zeit für Rüstungskontrolle, denn die langfristigen Risiken überwiegen die kurzfristigen militärischen Vorteile. Just like you can't solve the winning or losing of your war simply by automating it, there's never been a war won just by the technology. Die Frage ist nicht, ob, sondern wie KI-Technologien zukünftig von Streitkräften genutzt werden. Die Weichen für die Nutzung von Autonomie in Waffensystemen werden heute gestellt. Die Menschheit wäre gut beraten, die Kontrolle nicht an Algorithmen abzutreten, sondern die menschliche Verfügungsgewalt über Waffensysteme zu behalten. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Regierungen müssen handeln, bevor es zu spät ist.